Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Dark Souls. Ein bisschen dumm gestorben war ich. Weil ich dachte, hey, Duellregeln gelten, auch wenn man übersehen wird. Ja, Pustekuchen. Hält sich eben doch nicht jeder dran. So. Da hat man halt keine andere Wahl. Müssen wir uns unsere Sachen wiederholen und dann kämpfen wir uns aber ein bisschen durch. Und ich werde den Satyr, den ich da das letzte Mal getötet habe, jetzt nicht wieder mit Pfeil und Bogen bekämpfen. Ich hau einfach direkt drauf. Ist die wahrscheinlich beste Variante. Ziegendämon. Ich laufe auch so ungefähr mit einer Menschlichkeit im Inventar, also oben angezeigt rum. Das Invaden ist echt eine ganz fiese Sache. Ich meine, es gehört dazu, klar. Gibt's das denn? Ich will nicht treffen. Mann, was ist denn los jetzt? Kann ich doch nicht so aus der Spur geworfen haben. Na super. Eigentlich hätte ich mich da vorne auch droppen können, aber das möchte ich dann jetzt doch nicht. Ich weiß, dass ihr da unten seid, Jungs. Hätte ich mich fast hier gedroppt, hier ist so eine Treppe. Hier waren aber noch mehr davon, oder? Guck mal, wer da ist. Kann ich da schon zuschlagen? Nein. Aber den kann ich, glaube ich, gleich mit dem Pfeil und Bogen einmal attackieren. Kannst du dir mal klemmen. So. Seele eines Kriegers. Gelobt sei die Sonne. Haben wir noch eine Menschlichkeit übrig? Wunderbar. Eine haben wir noch. Die nehmen wir auch. Und Feuer an. Und selbst für freilich auch entfachen. So, komm schon, weiter geht's. Warp, ich werde dich jetzt nicht zur Hilfe rufen.
Oh, okay. Ich dachte, dass man den da schon gegebenenfalls loswerden könnte. Jetzt hier, pass auf, Gegenstand. Ah, ja, Tatsache. Grüne Scherben. Nehmen wir mit. Gucken, dass von unten mir nicht noch irgendwelche Satyren runterkommen. Euch habe ich ja glücklicherweise keinen großen. Mehr, aber da wissen wir ja schon, dass es das hätte ich nicht gedacht. Komm schon. Das hatte ich nicht erwartet. So, da vorne kann ich noch lang. Oh, hi. Muss ich lang, das ist ein Feuerdämon. Später muss ich da auf jeden Fall lang. Jetzt muss ich erstmal den hier holen. So da schon, das ist sehr unwahrscheinlich. Vermutlich gibt es da irgendwelche Items. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Achso, das ist leider etwas nah. Das macht nicht wirklich Schaden. Alles klar, habe ich mich für die falsche Waffe entschieden. Okay, dann muss ich euch jetzt einmal mit dem Bogen zu Leibe rücken. Das kann ein bisschen dauern. Oh Gott, das war ewig. Ich hab Bock. Die Versorgung müssen wir auch aufpassen. Das kriegt man nämlich alles an. Ja, das ist eine Waffe. Genau, die Attacke, die sollst du machen, die kannst du machen. Da habe ich erstmal kein Problem mit.
du bist keine Mimik. Gut. Die Flammenglut. Ah. Mehr Glut tut immer gut. Aber das ist schon ganz schön bitter für eine Glut. So viel Schutz hier. Aber naja. Ich muss aber mal gucken, wo ich die einzelnen Gluten alle denn abgeben muss. Sind ja nicht alle bei. Üblichem Schmied. André. Guck mal, da ist noch unsere Tür. Hier ist nichts. Hi. Würde mich auch wundern, wenn dieser Tür alleine wäre. Sieht aber tatsächlich einfach so aus. Die Seele eines Ritters. Gut. Der kommt vorwärts. Das ist ja immerhin schon mal die Hauptsache, nicht wahr? So, da scheint nichts zu sein, da scheint nichts zu sein. Und hier rechts können wir jetzt lang. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich muss da vorne gleich runter. Da kann ich nicht rüber. Okay, über die Wurzel hier kann man auch nicht hüpfen. Da ist der Feuerdämon, den wir uns noch nicht holen. Da muss ich irgendwie drauf kommen. Und gleich erstmal runter. Mein Auge hier ein bisschen. So. Gucken wir erstmal, was hier so auf uns wartet. Linke Seite kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da gar nichts ist, oder? Doch, scheint aber so. Das da unten könnte die Tür sein, die unsere Abkürzung markiert. Gut, da kann man bestimmt auch hinspringen irgendwie. Aber jetzt will ich jetzt gar nicht irgendwie großartig das Risiko eingehen. Die Käfer hier, die müssen wir uns wegholen. Und dann können wir die Tür vielleicht aufmachen. Ein Käfer bei, den wir unbedingt haben müssen. Na komm schon. Jetzt ist uns die Kristallechse abhanden gekommen. Ah. Ah, da war er schon dabei. Habe ich gar nicht als solchen erkannt. Nämlich, es war einer mit roten Augen, eigentlich. Der die Sonnenlichtmale droppt. Wenn wir ihn basiert, dann rufe ich dich. Das ist nämlich jetzt das Witzige, dass hier nämlich jetzt der Nebel ist. Der sollte nämlich nicht hier sein. Ich gehe auch nochmal sicher, ich rufe mal den Bob dazu. In der Zwischenzeit können wir uns nicht mal die Sonnenlichtmale anschauen. Die hätte nämlich Ritter Solaire ansonsten infiziert. Und dann wäre seine Geschichte für uns vorbei gewesen. Ist ein Helm oder was? Sonnenlichtmale. Widerlicher Parasit, der im verlorenen Izalit haust. Wird vollkommen bewegungsunfähig, aber lebendig. Leider auf den Kopf getragen, gleißendes Licht verströmt, nennt man ihn auch Sonnenlichtmale. Hallo, Bob! Nein, ich weiß nicht, warum ich dich gerufen habe. Aber wir können da mal gucken. Ich glaube, der Nebel kam, als ich die Male aufgehoben habe. Jetzt ist wir da hinten erstmal noch den
Titanidämon vernichten. Hoffentlich zählte das. Dann ist der nämlich weg, dann muss ich mich mit dem nicht mehr anlegen. Ach, wie bitter. So, und der Groß ist wahrscheinlich auch wieder da. Also sind die nicht... Das Problem. Da kommt mal so ein Roller an. Mensch. Ja, dann kann ich eigentlich. Hey, ich muss ja meine Sachen wieder holen, ne? Da kann man aber definitiv rüberspringen. Dann muss man da wahrscheinlich runter. Ich will mir erstmal meine Sachen wieder holen. Wenn ich nämlich da runterfalle, dann tut es mit Sicherheit weh. Ach, ist das doof. In die andere Richtung muss ich auch noch. Oh, jetzt habe ich auch keine Menschlichkeit mehr. Oh, Sonnenlichtfahne haben wir, damit ist das erstmal erledigt. Die 72 Seelen hier finde ich ja schon schwer interessant. Ah, war ein bisschen zu langsam. Und das hat nicht gezählt. Meine Sachen wiederholen und den muss ich irgendwie besiegen, sonst habe ich ein Problem. Ich wünschte ja. Okay, also ich. An ihn auch auf die Art besiegen ist. Dauert nur lange. Und wenn ich das so mache, habe ich ein Problem. Ich möchte halt nur nicht runterfallen, deswegen hole ich ihn jetzt hier hin. Und sicher stehen. Ja, lass dich mal von dem Blitz. Diese dämlichen Wurzeln. Danke. Hat er mich echt getroffen?
habe nicht. Schwierigkeiten stoße. Ich versuche mal anzuziehen. Jetzt hier der Versuch rüber zu springen. Scheiß drauf auf 60.000. Für die Seele eines Ritters opfern wir doch gerne 60.000. So, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Ich da mal gucken, ob in der Richtung überhaupt irgendwas ist. Ein bisschen Holz hier. Aber ansonsten geht es hier, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Gut, also ist der Titanic-Dämon unser nächstes Problem. Klar könnte ich mich jetzt auch mit dem Feuerdämon anlegen. Mache ich vielleicht auch, wenn ich den Titanic geschafft habe, allerdings erst. Was soll denn das hier jetzt? Ich will alle haben. Einfach nur, weil es so. Kleine, hüpfende Mistmagen. Und die krieg ich dann auch endlich, so. Und war es nicht ganz umsonst. Jetzt muss ich den da irgendwie kriegen. Ah, jetzt ist meine Batterie fast leer. Das ist nicht gut. Nimm die eine, muss doch sehen. Sein morgen gucken. Der ist jetzt auch dauerhaft weg, denke ich. Manchmal muss man ein bisschen dreist sein. Und dann muss ich da mal kurz gucken, wobei das könnte ich. Ich könnte die Folge beenden und dann könnte ich auch meinen Controller mal in den Strom stecken. Wir haben das Titanic-Dämon in dieser Folge besiegt, das ist doch schon mal etwas. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffel.